Willkommen, liebe Teilnehmer, zu einer weiteren Diskussion im Rahmen der Xetra ETF-Woche der Deutschen Börse. Heute geht es um Themen-ETFs. Themen-ETFs bilden ein bestimmtes Investmentthema ab, sind noch relativ neu am Markt, bis auf einige, die es auch schon eine Weile gibt, sind so ungefähr 17,5 Milliarden Euro mittlerweile in Themen in ETFs investiert, also auch keine wirkliche Nische mehr. Und um diesen Bereich der ETF-Investments, die vielleicht auch ein bisschen exotisch klingen, habe ich drei Gäste heute dabei. Und eingeladen sind der André Voynea von Hahn ETF, der Dominik Peuger von Van Eck, dem ETF-Anbieter, und der Patrick Engström von Rise ETF. Kurzer Hintergrund vielleicht, ich fange kurz mit dem André an. André arbeitet für Hahn ETF, ein ETF-Unternehmen aus Großbritannien, was zahlreiche ETFs in ganz Europa gelistet hat, mit vielen Themen dazu. Heute werden wir uns allerdings mal verstärken auf das Thema Cannabis. Wie kann ich das in einen ETF reinpacken? Was ist dann im ETF drin? Was kann ich da eigentlich erwarten? Das gucken wir uns ein bisschen genauer an. Dann habe ich den Patrick Engström dabei, also von Rise ETF, ist ein relativ neuer ETF-Anbieter, kann er auch gleich ein bisschen was dazu erklären, ist Vertreter für Deutschland von Rise ETF und er wird uns was sagen zu zwei ETFs, die im Programm sind von Rise, nämlich Education Technology und The Future of Food, also die Zukunft unseres Essens. Wie kann man sowas in den ETF packen? Und der Dominik Peuger von Van Eck hat ein super spannendes Thema für uns dann noch dabei, nämlich E-Gaming und E-Sports. Und den ETF gibt es auch schon ein bisschen länger. Und da schauen wir uns mal an, was ist in den ETFs drin, was bilden die eigentlich ab, wie viel ist da auch schon investiert in den ETFs und wie kann ich mir da auch ein Bild machen, soll ich da jetzt investieren? Mische ich den bei. Und natürlich kann jeder Teilnehmer auch während unserer Diskussion in den Chat Fragen stellen. Da möchte ich Sie ermuntern dazu. Wir sehen das hier, die Fragen werden uns übermittelt und wir werden dann drauf eingehen. Loslegen werden wir jetzt erstmal mit dem Patrick Engström. Der wollte uns was zeigen zu seinen beiden ETFs, die er uns heute mitgebracht hat, mit einer entsprechenden Folie. Patrick, möchten Sie loslegen? Ja, hallo. Patrick Engström heiße ich, sitze in London, Geschäftsentwicklung für Rise ETF. Die Firma gibt es seit Ende 2018, so relativ neu gegründet, nur spezialisiert auf thematische Investierungen. Die Gründer aber kamen von ETF Securities und haben die erste Robotics ETFs in Europa ausgebaut. So, wir haben vier Themen bei uns, Cybersecurity und Datenschutz, Medical Cannabis, Education und digitales Lernen und Sustainable Future of Food. Und ich wollte die beiden neuen Themen bei uns erläutern. So, Sustainable Future of Food. Haben wir eine Folie dazu? Schön. Das ist ein ETF für nachhaltige Lebensmittelproduktion. Es geht vor allem um die Umwelt. Nahrungsmittel sind für mehr als ein Viertel der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. So, ich denke an Viehzucht. Die Hälfte des bewohnbaren Territoriums der Welt wird landwirtschaftlich genutzt. Und ja, zugleich müssen wir eine wachsende Weltbevölkerung mit gesunden, leistbaren und nahrhaften Nahrungsmitteln versorgen. So, das ist die Herausforderung hier. Aber die Welt reagiert oder die viele Betriebe reagieren darauf. So, in unserem Fonds gibt es zum Beispiel Beyond Meat,
in den USA, also Lebensmittel auf pflanzlicher Basis. Wir haben ein auf dem Land im Norwegen für Lachs. Das ist auch sehr, sehr nachhaltig. Aber es geht eigentlich um Innovationen und Betriebe, die innovativ sind in diesem großen Bereich, was Essen wirklich ist. Wir exkludieren natürlich Betriebe wie die Viehzucht betreiben. Und es dauert ungefähr 9 Monate, diesen Produkt auf den Markt zu bringen. Wir haben so Due Diligence gemacht mit 45 Unternehmen. Mhm. War ein sehr langer Prozess zusammen mit externen Experten sie heißen Thematica Research in Washington. Wir arbeiten zusammen mit denen. So ein sehr langer Prozess, aber wir kamen zum Schluss mit 54 Unternehmen in unserem Fonds durch aktive Research, und dann gibt es jetzt ein passives Index mit Foxberry. Da nehmen wir als, wenn ich kurz unterbrechen darf, da nehmen wir als für die Teilnehmer gleich schon mal mit, es ist offensichtlich gar nicht so einfach, diese Indexbestandteile rauszufinden, die zu dem jeweiligen Thema gehören. Da ist also auch eine Menge Vorarbeit erforderlich. Normalerweise passiert die bei einem Indexanbieter, dann eben auch in enger Zusammenarbeit mit dem ETF-Anbieter, so wie Patrick das eben auch dargestellt hat. Denn es gibt ja weltweit 75.000 börsengelistete Unternehmen, und man muss eben rausfinden, welche passen jetzt eigentlich zu diesem Thema Sustainable Future. Und am Ende sind, habe ich es richtig gehört, 45 oder 54 Unternehmen drin? 45. 45 Unternehmen drin gelandet, die auch tatsächlich börsengelistet sind, nicht wie mein Bio-Bauer um die Ecke. Ja. Genau. Also der Fonds ist global. Es geht nicht so sehr um der Bauer um die Ecke. Also Transport beträgt so nur ein kleiner Bestandteil von so Emissionen. Es geht mehr um, also Viehzucht ist wirklich schlecht für die Umwelt. So, die Fonds ist global. Wir bewerten Betriebe in ganzen Welt, die relevant sind in diesem Bereich. Ist der ETF vegan, wenn keine Viehzucht drin ist? Ist vegan. Wir haben einige, keine Viehzucht, aber nicht ganz vegan. Also Fisch gibt es zum Beispiel auf dem Land. Okay. Ja, und dann haben wir noch einen zweiten Ansatz von euch, Education Technology. Ja. Was ja ganz angesagt ist im Moment. Ja. Wir benutzen hier ja auch so ein Streaming-System, was sicherlich in Frage käme für genau so einen ETF. Wer Kinder hat, der merkt das auch gerade, wenn die nicht jeden Tag in die Schule gehen können, aufgrund der aktuellen Pandemiesituation, ist das natürlich schön, mit entsprechenden digitalen Tools zu arbeiten. Ich denke mal, in die Richtung geht das auch. Genau, also dies ist auch eine Art von digitales Lernen, kann man sagen. digitales Lernen, haben wir eine zweite Folie für das. Ja, die Fond heißt Rice Education Tech and Digital Learning UCITS ETF. Das Format ist das gleiche. Also wir arbeiten zusammen mit externen Experten, wenn wir unsere Fonds ausbauen, und
hier gibt es ein Unternehmen in Australien, Holon IQ, die alle die Due Diligence, Liquidität und so weiter, ESG, gemacht haben. Digitales Lernen, das ist auch ein Thema für die Zukunft. Also ich würde empfehlen, langfristig anzulegen. Jetzt gibt es nur 3% der Geldausgabe im Bereich Ausbildung in Digital. So, das ist sehr klein. Das ist dann ein sehr klein im Vergleich zu anderen Sektoren. Wir sind Ausbildung muss sich verändern, unbedingt für die Zukunft. Auch wegen Demografie, also im Jahr 2030 gibt es 10 Trillionen Studenten auf der Welt. 10 Trillionen. Hoffentlich nicht. Also Demografie ist wichtig, ja. Also die Bevölkerung wächst und Studenten kommen noch. 10 Trillionen im Bildungsmarkt im Jahr 2030, jetzt ungefähr 6 Trillionen. Aber ja, die Fond, ich würde sagen, ist sehr innovativ. Also wir denken an innovative Unternehmen in die USA, Entwicklungsländern, auch die ganze Welt, die sich damit beschäftigen, mit dem Thema Online Lernen und so weiter. Chegg in die USA ist ein Beispiel, oder New Oriental in China. Gut, ja, danke für den Überblick und den Einblick. Also die beiden Produkte kann man sich natürlich jederzeit angucken, denn die sind auf Xetra gelistet. Jeder kann die handeln auf Xetra. Und das gilt zum Beispiel auch für den E-Sports und Gaming ETF von FANEC. Und da haben wir den Dominik Peuger, wie schon eben erwähnt, dabei. Dominik, willst du kurz uns einen Einblick geben in euren E-Sports und Gaming ETF? Was ist da drin? Was kann ich davon erwarten? Gerne. Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung erstmal. Also unser ETF, Vanek Vectors Video Gaming and Esports ETF, USITS ETF, investiert in Unternehmen, die in der Video Gaming oder die ihren Großteil des Umsatzes, nämlich größer 50%, aus Video Gaming und Esports erzielen. Und wir arbeiten da zusammen mit unserem verbundenen Unternehmen MBIS, auch ein Vanek-Unternehmen, mit dem wir zusammen einen Index gebaut haben, um eben dieses Thema abzubilden. Der ETF trackt den MVIS, Global Video Gaming and Esports Esports Index. Und wie gesagt, die Kollegen, die auch in Frankfurt sitzen, filtern global nach Unternehmen, die eben einen Großteil ihres Umsatzes mit Videogaming und E-Sports erzielen. Was ist FANEC denn für ein Unternehmen? Euch gibt es ja schon eine ganze Weile und ihr seid auch nicht so ganz klein in den USA. Erzählen Sie mal ein bisschen mehr Hintergrund dazu. Genau, uns gibt es schon eine ganze Weile, 1955 in den USA gegründet. In den USA wahrscheinlich bekannt durch unsere Goldminers ETFs, GDX und GDXJ, die wir auch in Europa haben. Sind auch seit 2015
in Europa mit UCITS ETFs für Kunden da. Genau. Unternehmen ist ein Familienunternehmen, richtig? Richtig, ja. Familiengeführt. Von daher glaube ich, ergibt es uns viel Flexibilität in der Produktentwicklung, weswegen wir mit so, Trendthemen wie Videogaming und E-Sports auch relativ flexibel mit einem Produkt rausgehen können. Wie viel Sony ist da drin? Und wie viel Sony und wie viel Microsoft sind da drin? Wenn ich mir jetzt angucke, der kommende Konsolen-Launch zum Jahresendgeschäft plus Pandemie mit Homeoffice. Überraschenderweise null Microsoft. Also für uns nicht überraschenderweise, weil wir eben sagen, wir möchten einen sogenannten Pure Play Ansatz fahren, sodass wir unseren Kunden auch wirkliches Exposure zu diesem Markt bieten. Microsoft ist zwar bekannt durch Xbox und Sony durch PlayStation, aber die beiden Unternehmen erzielen eben nicht mehr als 50% ihres Umsatzes durch Videogaming und sind deswegen eben nicht im Index. Da kommen dann andere Unternehmen rein. Wir haben das größte Gewicht beispielsweise in Nvidia oder Tencent Holdings, denen auch 40% an dem Spieleentwickler von Fortnite gehören. Und Fortnite ist, glaube ich, relativ bekannt. Spannend. Also vielen Dank für den Einblick. Wir werden auch später noch Fragen dazu bekommen. Jetzt habe ich als dritten Partner hier in der Runde dabei den André von Hahn ETF. Bevor wir loslegen, André, kurz mal eine Randbemerkung. Alle meine Gäste stammen von ETF-Unternehmen, die sehr unternehmerisch geführt werden. Da sind keine Riesenunternehmen dahinter, sondern, wie wir eben gehört haben, Van Eck ist in Familienhand. Rise ETF wurde gegründet, wie der Patrick schon gesagt hat, von ehemaligen Kollegen von ETF Securities. Und das Unternehmen, für das André in Deutschland vertritt, die Firma Hahn ETF, die heißt so, weil das die Abkürzung ist für Hector and Neil. Und das sind die Vornamen der beiden unternehmerischen Gründer. Also drei junge oder nicht mehr so junge, wilde ETF-Unternehmen, die dann eben auch tatsächlich solche Nischen konsequent beackern. Und jetzt haben wir eine Nische, die erzeugt bei manchem sicherlich auch ein bestimmtes Kribbeln. Und mit dem André haben wir heute einen Vertreter dabei, da wollen wir reden über das Thema Cannabis. Wie kann ich denn Cannabis in den ETF packen? Was ist in dem ETF da eigentlich drin? Sind da die getrockneten Blätter drin oder sind da börsengelistete Werte drin? André, vielleicht einen kurzen Überblick dazu. Wie funktioniert das? Wie findet man Cannabis-Unternehmen? Gerne. Vielen Dank, Jan. Guten Morgen auch an die Zuhörer und an die Runde. Genau, Cannabis-ETF mit physischer Hinterlegung und auf Wunsch physischer Auslieferung. Das hätten wir gerne, gibt es leider noch nicht. Du hast recht, übrigens, um kurz auszuholen, bevor ich in die Materie einsteige, Hahn ETF ist auch ein relativ neues und junges Unternehmen. Neu in Anführungsstrichen, denn wie du sagtest, unsere beiden Gründer, Hector und Nick, daher kommt eben der Name, die haben sich ein bisschen verewigt darin selber, so Hector and Nick aus dem Englischen. Die sind selber schon alte Hasen der Branche, sind seit über 20 Jahren dabei, haben vor 17 Jahren ihre erste ETF-Firma gegründet. Das war damals tatsächlich ETF Securities. Also man sieht so ein bisschen einen roten Faden hier. Ne? Alles führt zurück zu Hector und Nick, könnte man fast meinen, außer bei Van Eck wahrscheinlich. Die sind lange dabei, wie gesagt. Das ist ihre dritte Firma, die sie jetzt schon gegründet haben. Um ganz kurz zu sagen, was uns eigentlich unterscheidet von traditionellen Anbietern. Unsere Idee war, dass wir ein White-Label-ETF-Anbieter sein möchten. Und was bedeutet White-Label? White-Label heißt, dass die Ideen hinter unseren Fonds nicht von uns selber stammen, sondern von unseren Partnern. Und wenn ich Partner sage, meine ich damit Vermögensverwalter aus der ganzen Welt, die selber aktiv sind in der Vermögensverwaltung und irgendetwas schon gut können oder machen und auf uns zukommen und sagen, ich möchte einen eigenen ETF auflegen in Europa. Und ich brauche dafür jemanden, der das umsetzt für mich. Und da kommt Hahn ETF ins Spiel. Wir setzen das Ganze technisch um, bauen den ETF und listen ihn, unter anderem in Deutschland.
und kümmern uns dann auch um die Kommunikation, den Vertrieb mit Investoren europaweit. Deswegen bin ich hier, ich spreche ganz klassisch zu Investoren wie unseren Zuhörern heute, um die Ideen unserer Partner zu präsentieren. Und das Schöne an diesem Konzept ist, sie müssen sich nicht verlassen, dass wir jetzt quasi nochmal ein 20. Anbieter sind, der nochmal eigene Ideen bringt, sondern es ist ein bisschen was anderes. Wir haben diese Expertise der Partner hinter uns. Hoffentlich können die auch was und das, was sie machen, sind hoffentlich gut darin. Und dadurch bekommen sie Zugang zu einer Expertise, die sie sonst vielleicht nicht hätten im ETF-Markt. Und das bringt mich auch zu der Cannabis-Geschichte, die wir heute besprechen. Wir werden oftmals angesprochen bei Messen oder Events, wenn Leute aus der Entfernung den Namen sehen, Han-ETF, kommen sie zu uns und sagen, ihr seid ja, seid ihr die Hanf-Jungs, die Haschisch-Jungs? Sagen die, nein, aber sie haben recht, das war nämlich vor einem Jahr, da haben wir den Fonds neu rausgebracht, habe ich gesagt, wir haben noch keinen ETF, aber der kommt jetzt in den nächsten Wochen, wir haben tatsächlich einen Hanf, also ein Cannabis-ETF. Der Hintergrund zu dem war der, ein Partner oder unser Partner bei diesem Fonds kommt aus Kanada. Und in Kanada, für diejenigen, die den Cannabis-Markt verfolgen, das ist so ein bisschen das Mutterland der Liberalisierung im Cannabis-Bereich, sowohl vor allem beim Privatkonsum. Seit 2001, glaube ich, wurde es dort schon legalisiert. Das heißt, Unternehmen hatten Zeit, dort Erfahrung zu sammeln, bei der Geldeinsammlung, beim Ausbau des Geschäftsbetriebs und so weiter. Das heißt, dort haben sich auch spezialisierte Investmentgesellschaften herausgebildet. Unser Partner zum Beispiel ist seit 3 Jahren aktiv und hat dort auch einen aktiv verwalteten Fonds, der investiert in Unternehmen aus der Cannabisbranche. Die haben also wirklich Erfahrung und Know-how dabei, erstmal Unternehmen zu identifizieren und zu sagen, was ist eigentlich ein Cannabisunternehmen? Denn es mag banal klingen, man möchte meinen, es ist ja selbstverständlich. Aber die Cannabisbranche ist noch viel mehr als nur, was wir uns darunter vorstellen. Viele Leute haben unter Cannabis verstehen sehr oft den Privatkonsum, das illegale Drogengeschäft. Das ist aber nur ein Teil davon. Das wurde zwar liberalisiert und legalisiert in Kanada und langsam dreht es auch in anderen Ländern durch. Aber es gibt eine große Branche drumherum, die sich um den medizinischen Cannabis-Sektor kümmert. Und es gibt verschiedene Wirkstoffe dieser Pflanze und viele davon werden für medizinische Zwecke eingesetzt, vor allem für Schmerzlinderung, aber auch für Stresslinderung zum Beispiel. Gerade jetzt während der Covid-Pandemie dieses Jahr haben wir einen starken Anstieg gesehen des Konsums von sogenannten CBD-Produkten, Cannabinoide-Produkte, welche keine halluzinogenen Effekte haben, also nicht die Droge selber, sondern andere Wirkstoffe, die oft positive Wirkungen haben auf den Menschen oder auch auf Haustiere. Und das ist der Sektor, auf den wir uns konzentrieren. Man muss hierbei auch sagen, dass die Regulatoren in Europa, in Deutschland, in England immer noch sehr vorsichtig sind bei dem Thema. Das heißt, wir haben wirklich viele Monate an Arbeit reingesteckt letztes Jahr, bevor wir diesen Fonds überhaupt listen konnten. Wir haben aktuell auch keine Unternehmen in dem Fonds, die direkt tätig sind im Bereich Privatkonsum, sondern es sind nur Firmen dabei, die entweder CBD-Geschäftstätigkeiten haben, also Cannabinoide für den also quasi Nahrungsergänzungsmittel, oder die Pharmabranche, die tätig sind bei der Entwicklung von neuen Medikamenten. Und da ist ein rigoroser Prozess dahinter. Unsere Partner in Kanada haben ein Universum von über 200 Cannabis-Aktien, welche sie laufend beobachten. Und aus diesem Universum wird dann basierend auf gewissen Kriterien, wie ich schon genannt habe, Ausschluss von Unternehmen, die im Privatkonsum dabei sind, dann ein Subuniversum gegründet, was dann eben in unseren ETF kommt und wo auch sichergestellt ist, dass Sie als Investor auch regulatorisch nicht in heißes Wasser geraten, weil auch in Deutschland zum Beispiel hat Clearstream eine Blackliste von gewissen Unternehmen, die man nicht investieren darf aus dem Cannabis-Sektor in Deutschland. Das kann man als Privatanleger nicht immer wissen, nicht immer nachverfolgen. Das ist das Schöne an einem ETF, da macht einer schon die Arbeit für einen und das ist eben Teil unseres Aufgabengebiets, dass wir sicherstellen, dass auch nur Unternehmen im Portfolio sind, die auch zugänglich sind. Ich würde sagen, der Konsum von CBD müsste doch eigentlich auch
nach oben gehen im Rahmen der ganzen demografischen Veränderungen in den Industrieländern, oder? Also ich meine, ein schmerzstillendes Mittel mit relativ geringen Nebenwirkungen, als solches gilt ja das CBD-Produkt mit wenig THC drin. Wie wird das eingeschätzt? Bin ich da langfristig unterwegs? Ja, in der Tat. Also dieser Konsum nimmt stark zu. Vor allem, weil CBD auch nicht direkt jetzt reguliert ist. Das kann man, es gibt schon eine gewisse Regulierung drumherum, aber es ist nicht wie ein richtiges Medikament. Sie können es erwerben, wenn Sie zum Beispiel in Wien an der Staatsoper rausgehen aus der Station, werden Sie dort einen großen, riesigen Laden sehen. Der sieht modern aus, der ist schick eingerichtet. Das ist nicht wie vor 10 Jahren, als ich noch irgendwo für die jungen Zuhörer und die Ecke, die sich vielleicht in einen Headshop, wie man das nennt, in Deutschland reingeschlichen haben, um irgendwelche CBD-Produkte zu kaufen, sondern das ist modern, wie gesagt, das ist cutting edge, da sind die neuesten Produkte drin, da sind Firmen dahinter, die entwickeln neue Produkte, die schmecken gut, die sehen toll aus. Also das ist ein wirklich schnell und stark wachsender Konsumentenmarkt, wirklich Endkonsumentenmarkt. Und das sieht man vor allem in den USA auch, weil dort natürlich, USA ist der größte Markt im Moment für diese CBD-Produkte. Dort gibt es schon hunderte von Millionen an Umsätzen im Jahr in diesem Sektor. Aber auch in Europa sehen wir den Markt stark expandieren, ja. Also ich fasse mal zusammen. Also vielen Dank für den Einblick, auch in den Bereich Cannabis und wie ich ihn mit einem ETF abbilden kann. Wir kommen auch gleich nochmal darauf zurück mit einigen Fragen. Ich fasse mal zusammen, also alle drei Investmentthemen, die wir heute in der Runde, alle vier eigentlich, die wir heute in der Runde dabei haben, nämlich Future of Food, wir haben dabei Education, Digital Education, wir haben dabei E-Sports und Gaming und eben Cannabis, aber eben von der eher medizinischen Seite her gesehen, das sind Langfristthemen. Das bedeutet eigentlich, dass man zwar verstehen muss, wie der ETF funktioniert, aber ihn auch langfristig beimischen kann zu einem bestehenden ETF-Portfolio. Das möchte ich kurz festhalten. Also die Produkte sind, vielleicht mal in die Runde gefragt, ja nicht dazu gemacht, damit man den einen Trend tradet und dann am nächsten Tag vielleicht in den Wassertrend geht und dann von Food wieder in E-Sports und Gaming. Ist das der Hintergrund von der Produktkonstruktion? Vielleicht Frage an den Dominik? Ich glaube, kann man grundsätzlich zustimmen. Und wir würden auch, sag ich mal, als Trend-Investing beziehungsweise eine Produktentwicklung nicht starten, wenn wir nicht einen langfristigen Trend sehen würden. Und wir folgen da, sag ich mal, sogenannten Megatrend-Ansätzen. Und ich gehe mal davon aus, die Kollegen sehen das ähnlich. Ja, Frage an die beiden anderen Kollegen, also vielleicht der André kurz. Ja, durchaus. Ich glaube, Themeninvestments basieren ja oftmals auf einem strukturellen, langfristigen Trend. Die Idee dahinter ist ja zu sagen, es tut sich etwas Neues. Ich möchte die Wirtschaft neu vielleicht aufteilen. Früher gab es klassische Sektoreinteilung von Unternehmen. Jetzt haben wir die Analyse-Tools, um solche neuen Trends vielleicht früher zu erkennen, zu sehen, in welchen Bereichen sich neue Ertragsentwicklungen abbilden. Und diese Ertragsentwicklungen, wenn zum Beispiel so eine neue Industrie wie die Cannabis-Industrie entsteht, und da gibt es Analysten, die sagen, da wächst was, das wächst jedes Jahr sehr stark, ist aber noch jung, das bringt einen gute Wachstumschancen kurzfristig, aber auch langfristig, weil wir glauben an die Nachhaltigkeit dieser Branche. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Gedanke hinter dem Themeninvestment, dass man erstmal das Investment erkennt und dann auch wirklich langfristig abbildet. Ich glaube, es gibt aber, man darf auch manchmal taktisch agieren. Ich glaube, dieses Jahr war zum Beispiel ein gutes Jahr für Technologiewerte. Das hat man, das ging relativ flott dann im März, April, als diese Pandemie eingesetzt hat und auf einmal diese V-artige Erholung eingesetzt hat an den Aktienmärkten. War das durchaus ein richtiger Schritt, schnell aufzuspringen auf Tech-Aktien, auch wenn man vielleicht nicht ein großer Fan ist von Tech und glaubt, das war vielleicht schon hoch bewertet, weil man hat dann gesagt, naja, mittelfristig, kurzfristig ist das eine gute Gelegenheit. Das darf man ruhig auch machen. Aber ich bin vollkommen d'accord mit den Kollegen von Fanek. Langfristig würden wir auch kein ETF aufsetzen, wo wir glauben, da ist nicht genug Saft dahinter. Das muss schon auf 5 bis 10 Jahre mindestens wirklich Musik haben und da muss etwas Nachhaltiges entstehen, was später vielleicht irgendwann mal sogar langweilig wird, weil es dann groß und etabliert wird. Aber ja, das muss es schon geben. Dann.
Gut, Patrick hatte ja auch schon gesagt vorhin, dass die beiden Produkte von Rice ETF, die Sie vorgestellt hatten, für langfristiges Investment eher gedacht sind und konstruiert sind. Jetzt kommt eine Frage von einem Nutzer oder einer Nutzerin. Wie war denn eigentlich die Performance in den Produkten, dass man sich da ein Bild machen kann? Also wenn ich jetzt mal nachschaue nach der ETF-Performance auf den gängigen Informationsnetzwerken, zum Beispiel bei mir bei Just ETF, dann stelle ich fest, die ETFs sind noch nicht so lange am Markt. Das heißt, ich kann die nicht die Performance über die letzten 10 Jahre zurückverfolgen und mal mit dem MSCI World vergleichen. Das könnte man theoretisch tun, wenn man das mit dem Index vergleichen würde. Wo kriege ich denn solche Informationen her? Vielleicht mal die Frage an den Dominik. Ja, das ist das Schöne an ETFs, dass sie so transparent sind und wir sind ja auch angehalten, die Transparenz zum Indexanbieter zu wahren und also zumindest in unserem Bereich Video Gaming und E-Sports kann man einfach auf die Webseite vom Indexbetreiber gehen, mvis-indices.com und kann sich dann dementsprechend dort die längerfristige Historie des Index für Videogaming und E-Sports heraussuchen. Wie lange ist der zurückgerechnet? Pi mal Daumen. Die Indexauflegung hat stattgefunden am 31.12.2014. Ja, also da habe ich dann schon mal 6 Jahre Track-Record. Es ist ja meistens eben auch so, dass die Trends relativ neu sind, wenn sie denn gestartet sind. Das heißt, ich kann nicht über 20 Jahre so einen Trendindex zurückrechnen, weil es, wenn es den Trend da noch nicht gab. Aber wie komme ich zu dieser Information, zum Beispiel bei euch, Patrick? Ja, also Index Track Record oder Index Erstellung ist sehr wichtig. Das finde ich auch. Ja, wenn wir über Indexerstellung reden, dann könnte ich nur sagen, dass wir wir arbeiten zusammen mit externen Experten. Wir haben ein Gewichtungsmethode. Wir haben kein Gleichgewicht. Wir gewichten niemals etwas gleich. Also wir gewichten ein Betrieb, das Thema ist, mehr als ein anderes Betrieb. So Indexerstellung ist sehr wichtig. Die Aktien sind alle relevant zum Sustainable Future oder digitales Lernen. Es gibt andere ETF-Anbieter in den USA, die haben zum Beispiel Apple oder Amazon als Top-Positionen in ein US-Vegan-ETF und das machen wir nicht. So, ja, wir können auch an Indexerstellung sehen. Aber ganz praktisch gefragt, wenn ich jetzt wissen will, Future of Food, wie hat sich diese Idee vielleicht in der Vergangenheit entwickelt? Kann ich irgendwo zugreifen auf den Index, auf den Wertverlauf des Index? Kriege ich das zum Beispiel vielleicht im ETF-Factsheet? Nein, die sind neue Themen für die Zukunft, ja, jetzt auch trendige Themen, also Sustainable Food und nachhaltig zu essen ist jetzt trendy und wir sehen an die Zukunft. Also für die einzelnen Aktien schon kann man das machen, wie Beyond Meat in den USA, was sehr erfolgreich ist. Klar, aber Food, das ist so ein neues Thema für die Zukunft. Okay, ja, und wenn ich hier kurz eingreifen darf. Genau, wenn ich hier kurz eingreifen darf. Ich würde hier fast ein bisschen die andere Seite mal einnehmen und sagen, als Anleger sollte es mir manchmal vielleicht egal sein, was die Kurshistorie ist vom Index. Warum? Weil am Ende des Tages, und das gilt vielleicht nicht für jedes Thema, jede oder jeden Index, aber wie gerade schon gesagt wurde, wenn ein Thema ganz neu ist, zum Beispiel, dann haben sie manchmal nicht die Daten, um das überhaupt vernünftig zurückzurechnen. Das heißt, es bringt ihnen nicht viel, dass, auch wenn sie die Regeln haben und wissen, dann bekommen sie vielleicht Ergebnisse, die ihnen nicht viel aussagen
darüber, wie stark oder wie imposant das Thema tatsächlich war früher. Also das ist der eine Punkt. Das war auch im Cannabis-Sektor zum Beispiel so. Das ist eine sehr junge Branche. Das heißt, es gab vielleicht gar nicht genug Unternehmen davor, dass man das als Index abbilden konnte, gemäß den Regeln, die USITs vorgeben. Zweitens, wir haben ja, jeder von Ihnen kennt diese Disclaimer-Regeln und es gibt überall auf allen Produktbroschüren, zwingt uns der Regulator ja inzwischen hinzuschreiben, die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Und das hat auch wenn das immer blöd klingt, vielleicht auch seinen Sinn. Denn zu oft sehen wir Investoren auf die vergangene Entwicklung schauen und sagen, oh, das ist jetzt toll gelaufen, da muss ich jetzt auch einsteigen. Was ich persönlich viel wichtiger finde bei solchen Themeninvestments, ist erstmal sich Gedanken zu machen, woran glaube ich. Schauen Sie sich fundamental die Regeln an. Was wird da abgebildet? Was ist die These dahinter? Lesen Sie das White Paper vom Anbieter. Schauen Sie nach Drittparteiressourcen. Was schreiben die? Was wird in den Medien geschrieben? Gibt es eine Validierung durch Drittparteien, dass dieses Thema tatsächlich auch Sinn macht? Wenn Sie das haben, schauen Sie auf die Indexregeln. Dann gibt es Unterschiede zwischen Anbietern. Der eine wird gleichgewichten, der andere wird nach Marktkapitalisierung gewichten, der andere hat mehr Small Cap, der andere mehr Large Cap. Dann überlegen Sie sich, was für Sie Sinn macht. Und das wird dann in der Zukunft auch entsprechend abgebildet werden. Dann muss man sich gar nicht so sehr auf die Vergangenheit verlassen, sondern auf das Hier und Jetzt schauen und daraus Rückschlüsse ziehen, was denn passieren könnte in der Zukunft und was passt zu mir als Investor. Das heißt, auch als langfristig denkender Buy-and-Hold-Investor würde ich natürlich überlegen, würde ich jetzt nicht unbedingt das Kalkül anstellen, wie sieht die Bewertung im Moment gerade aus? Soll ich bis zum nächsten Dip warten und dann investieren? Soll ich warten, bis der Hype vorbei ist? Sondern da geht es eher darum, tatsächlich ein Portfolio realistisch zeitnah umzusetzen und dann eben diese Story mit in das eigene Portfolio einzubauen. Aber genau wie André eben das schon gesagt hat, für alle Nutzerinnen und Nutzer, wir haben eben reagiert auf eine Teilnehmerfrage, ne? Das war die Nachfrage nach der Performance. Und es gibt auch andere Fragen zum Beispiel von den Teilnehmern, weil man eben in die Produkte auch reinsehen muss und verstehen muss, warum man in sie investieren soll. Das ist bei dem MSCI World sehr viel einfacher. Ja? Also das MSCI-Regelwerk ist das gleiche für sämtliche regionalen Indizes, die MSCI entsprechend anbietet. Hier haben wir es tatsächlich mit einem Themenindex zu tun, der natürlich auch wesentlich mehr Aufwand verursacht beim ETF-Anbieter. Deswegen ist die Preisgestaltung auch eine andere. Hier kommt auch eine Frage von Teilnehmerinnen oder einem Teilnehmer zum Thema Kosten. Da kommen wir später noch drauf. Ja, der Aufwand ist einfach deutlich höher. Und natürlich ist es eben auch so, dass man sich das Thema dann sehr viel genauer ansehen muss. Und da wollte ich nochmal das Thema Gewichtung aufgreifen, weil das auch von einem Teilnehmer hier gefragt wurde. Also André hat eben schon gesagt, es wird nicht gleich gewichtet, aber es ist natürlich eine sehr spannende und herausfordernde Aufgabe rauszukriegen, wer macht denn wie viel Geschäft jetzt eigentlich zum Thema Cannabis? Wie wird das denn gehandhabt in den Indizes, die Rise ETF nutzt? Also Patrick, Sie hatten das kurz angesprochen, Thema Gewichtung, ja. Aber arbeitet ihr mit Gleichgewichtung, mit Marktkapitalisierungsgewichtung oder ist die Gewichtung tatsächlich am Themenbeitrag festgemacht? An Themenbeitrag festgemacht. So niemals ist etwas gleichgewichtet. So unsere Produkte sind alle ganz einfach zu verstehen, würde ich sagen. Also digitales Lernen, dann geht's wirklich um digitales Lernen. Wir haben so ein Ranking für die Betriebe, und die Betriebe müssen mindestens um 20% mit digitales Lernen, also die Einkommen muss mindestens 20% beitragen für digitales Lernen. Aber normalerweise für digitales Lernen würde ich sagen 70% geht zum Online-Learning, Betriebe, die sich damit beschäftigen, auch mit die anderen Produkte, mit Food, Medical Cannabis, Cyber. Das heißt, wenn tatsächlich nach dem Beitrag der Unternehmen gewichtet wird,
die zu dem entsprechenden Thema beitragen. Dann habe ich auch eventuelle Großunternehmen, die auch in dem Bereich sind, nicht so sehr konzentriert drin. Ist das richtig, Patrick? Genau, das ist richtig. So, die Betriebe sind, die Unternehmen sind vor allem Mid-Cap, Small-Cap, innovativ, weil diese Themen ja Themen für die Zukunft sind. Es gibt einige große Unternehmen, aber vor allem ja, innovativ, und das ist so neu und Small oder Mid-Cap. Wie wird das bei VanEck gehandhabt? Zum Beispiel jetzt oder am Beispiel des E-Sports und Gaming ETFs. Wie handhabt ihr da die Gewichtung? Ja, wir cappen die Gewichtung bei 8%, aber grundsätzlich auch nicht gleichgewichtet, sondern auf Basis von Marktkapitalisierung, hat den Vorteil, dass wir eben dieses Pure-Play-Konzept besser umsetzen können. Wenn ich auf die Komponentenliste mal schaue und wir hätten Nvidia oder Tencent da drin, die eben eine riesige Marktkapitalisierung haben, und wir würden sie nicht bei 8% cappen, dann ist es genauso, wie Sie gesagt haben, dass man eben diesen wirklichen Pure Play oder diesen Exposure zum Sektor nicht wirklich mehr darstellen kann. Jetzt haben wir ganz viel schon gesprochen über die Bestandteile und wie die ausgewählt werden, wer das macht. Also in dem Fall sind das meistens spezialisierte Researchhäuser oder entsprechende Unternehmen, die auch in dem Bereich eine ganz spezielle Expertise mitbringen. Und das wird alles in einen Index gepackt. Der wird natürlich auch regelmäßig entsprechend angepasst. Das heißt, das müssen Anleger dann auch nicht für sich machen und ständig Research betreiben. Wer ist denn da jetzt ein Newcomer zu dem jeweiligen Thema? Das wird alles für einen erledigt. Aber was viele Anlegerinnen und Anleger mich immer fragen, ist zu dem Thema, wie stelle ich denn fest oder wie kann ich mir einen Eindruck verschaffen, hat jetzt so ein Themen-ETF nicht eine große Überdeckung mit zum Beispiel einem Branchen-ETF, den ich im Portfolio habe, oder vielleicht mit einem entsprechenden breit gestreuten ETF oder einem US-ETF. Vielleicht die Frage an den André, wie kann ich das für mich managen? Oder habt ihr da entsprechendes Research auch dazu, wie sich da was überdeckt? Ist ein guter Punkt, Jan. Und das muss man in der Tat manchmal genau analysieren. Im Cannabis-Sektor kann ich Ihnen versprechen, da ist nicht viel drin im DAX oder im MSCI-Welt. Da sind viele kleine Unternehmen dabei. Sie werden ein, zwei Unternehmen aus der Pharmabranche natürlich dabei haben. Die werden aber vermutlich kein Riesengewicht in den breiten Indizes haben, wo ganz viele Aktien drin sind. Es gibt Überschneidungen, das muss man sich dann manchmal auf der Portfolio-Ebene wirklich anschauen, wenn einem das sehr wichtig ist, dass man genau weiß, wie sich sowas überschneidet, vor allem wenn man zum Beispiel mehrere Themeninvestments ins Portfolio nehmen will, vielleicht auch Themeninvestments aus demselben Überbereich. Wenn ich jetzt beispielsweise Biotech reinnehme und Cannabis und Healthcare, dann empfiehlt es sich wirklich auf die Seite der Anbieter zu gehen, der Fondsanbieter, ob das jetzt klassische Fonds sind oder ETFs. Nachschauen, gibt es dort eine Positionsliste, also eine Liste, meistens gibt es das als Excel zum Runterladen, mit den einzelnen Positionen und den Gewichtungen einer jeden Aktie im Portfolio. Das wird bei uns zum Beispiel jeden Tag aktualisiert und auf der Webseite zur Verfügung gestellt. Da können Sie sich das runterladen, dann sehen Sie ganz genau erstmal, wie ist unsere Portfolio-Komposition. Und Sie können das dann vergleichen mit anderen. Das habe ich zum Beispiel manuell auch für uns gemacht. Wir haben eine Reihe von Technologie-ETFs bei uns aus dem Themensektor, zum Beispiel Cloud und Digital Infrastructure und so weiter. Manche Themen klingen ähnlich und dann haben wir Fragen gehabt von Anlegern, du, wie viel Überschneidung ist da eigentlich drin? Warum habt ihr jetzt noch einen Tech-ETF gebracht? Und dann habe ich mal es verglichen, zum Beispiel gegen den Nasdaq 100 oder gegen unsere internen ETFs, und habe gezeigt, von den 80 Titeln, die in diesem ETF sind, sind nur 15 Titel in beiden vertreten. Das heißt, wir haben eine Überschneidung von vielleicht 20%. Das ist nicht viel. Das heißt, man hat 80% tatsächlich neue Unternehmen drin. Wenn man selber nicht genau weiß, wo finde ich das,
treten Sie am besten auf die entsprechenden Anbieter zu, schicken Sie eine E-Mail an die Infoabteilung, dann kriegen Sie normalerweise Auskunft. Bei uns zumindest würde ich zum Beispiel für den deutschen Markt Ihnen innerhalb von ein, zwei Tagen gerne Antwort und Rede und Antwort stehen. Da vielleicht noch eine kleine Anmerkung, was Sie gesagt haben, André, zu den Bestandteilen. Sie hatten erwähnt, da gibt es dann ETFs und aktive Fonds, da kann man sich die Bestandteile ansehen. Das ist natürlich nur möglich bei ETFs. Also bei aktiven Fonds kann ich nicht ins Portfolio reinschauen. Und das ist der große Vorteil, wenn ich ETFs nutze. Und in allen 4 Fällen, die wir hier präsentiert haben, ist das auch möglich. Ich kann mir beim Anbieter tatsächlich die entsprechende Zusammensetzung des ETFs bis zum letzten Titel genau runterladen, meistens in der Form eben für eine Tabellenkalkulation geeignet. Das ist der große Vorteil von ETFs. Bei aktiven Fonds erfahre ich nie, was der aktive Fondsmanager so genau macht. Und ich habe auch noch den Vorteil bei allen 4 präsentierten Lösungen, die Indizes werden physisch abgebildet. Das bedeutet, der ETF-Anbieter investiert tatsächlich in die zugrunde liegenden Werte und nicht in eine synthetische Abbildung. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Es gibt auch einige Anbieter im Themen-ETF-Bereich, die synthetisch abbilden. Und wenn ich mir da die Zusammensetzung anschaue, dann habe ich auf einmal Titel in meinem Portfolio, die eigentlich mit dem Thema gar nichts zu tun haben. Natürlich wird da trotzdem die Rendite getrackt und auch die Risiken sind überschaubar von solchen Investmentansätzen. Aber bei allen 4 hier präsentierten Lösungen, da reden wir von physischen ETFs. Dann kommt noch eine Frage von Teilnehmerinnen und oder eines Teilnehmers. Werden Themen-ETF-Positionen öfters aktualisiert? Also in welchem Turnus werden die aktualisiert? Und vor allen Dingen, wie hoch ist denn eigentlich der Portfolioumschlag? Gibt es da schon Erfahrungswerte? Die Frage würde ich vielleicht an Dominik mal richten. Also unser Videogaming und E-Sports ETF wird vierteljährlich neu gewichtet. Die Vorgabe bekommen wir durch den Indexanbieter. Und in der Historie hat sich eigentlich gezeigt, dass der Turnover da nicht sehr hoch ist. Mal kommt ein neues Unternehmen, das eben die Mindestmarktkapitalisierungsschwelle erreicht hat, in den ETF nun rein. Und im selben Atemzug muss dann eine Komponente den ETF verlassen. Aber es hält sich im Rahmen. Also die Handelskosten für den Anleger, die er da bei der Neugewichtung zu tragen hat, sind wirklich sehr, sehr, sehr beschränkt. Okay, vielen Dank. Kann man das auch für die anderen Ansätze sagen? Vielleicht Frage an Patrick. Habt ihr da schon Erfahrungswerte? Denn die beiden Ansätze sind ja noch relativ neu. Oder vielleicht von euren anderen Themenprodukten? Ja, also wir bewerten die Themen. Es gibt zum Beispiel in digitales Lernen gibt es eine Veranstaltung eine internationale Veranstaltung in Helsinki in 2 Wochen über EdTech. Und dann sind wir auch vertreten oder zusammen mit unseren externen Experten, HolonIQ, sind dort vertreten. Und da gibt es neue nordische innovative Unternehmen im Bereich EdTech. Wenn einige relevant sind und gut sind für Revenue und der Tech, dann sind wir offen, die neue Unternehmen einzubringen. Okay, aber ist wahrscheinlich auch nicht die Regel, dass also 100% Portfolioumschlag da besteht, sondern man hat eben einen Bestand an ETFs, an Unternehmen, die man ja auch aufwendig eigentlich recherchiert hat. Und da kommt dann mal eins dazu, zum Beispiel so beschrieben wie jetzt eben von Patrick, wenn Sie auf Branchenkonferenzen da unterwegs sind mit dem Indexanbieter. Kann man das auch bei euren Themen ETFs sagen, André? Was habt ihr für Erfahrungswerte? Ja, und zwar, es hängt wirklich vom Thema ab. Nehmen wir mal als Beispiel Cannabis. Die Cannabis-Branche ist sehr neu, sehr jung. Das heißt, man hat viele kleine Unternehmen auch, gerade in Kanada oder in den USA.
Und wir haben bei uns im Portfolio, in den Indexregeln, haben wir Mindestgrößenordnungen drin für die Marktkapitalisierung eines Unternehmens, bevor wir es aufnehmen. Denn man will ja keine zu kleinen Microcaps drin haben. Die sind oftmals nicht liquide genug und man weiß ja noch nicht so genau, man will auch, dass die wirklich Überlebenschancen haben, soll jetzt keine Startups sein unbedingt. Das heißt, hier kann der Turnover durchaus größer sein, weil die Industrie wächst schnell. Und jedes Quartal, wenn wir neu gewichten, sind auf einmal 3, 4 neue Unternehmen da, die die Schwelle überschritten haben, der Mindestkapitalisierung von ca. 250 Millionen Euro oder Dollar in dem Fall. Das heißt, wir haben schon gut und gerne mal 20-30% im Vergleich zum alten Portfolio neue Unternehmen, die reinkommen. Wir sind damals von, glaube ich, mit 12-13 Unternehmen gestartet, sind dann auf 19 Unternehmen hochgegangen, also 5 neue Unternehmen rein. Das waren dann schon 35% Anstieg der Portfoliobestandteile. Und das war gewollt. Das ist gut für Anleger, denn man will ein breiteres Portfolio. Man will mehr Unternehmen, die wachsen, mehr Innovation drin haben. Andere ETFs, zum Beispiel in der Tech-Branche, im Cloud-Technologiebereich zum Beispiel, wo wir auch aktiv sind, da gibt es schon ein paar Mega-Player, wie zum Beispiel Amazon oder IBM und andere. Da wird sich vielleicht an der Spitze nicht so viel tun. Da bleiben die alten Platzhirsche lange Zeit auch die Platzhirsche. Aber am unteren Ende kann es durchaus sein, dass von den 80 oder 50 Titeln, je nachdem, wie viel man im Portfolio hat, bei den verschiedenen Themen-ETFs, dass sich da auch in manchen Quartalen mal mehr ändert als in anderen. Und was auch wichtig ist, wenn ein ETF gleichgewichtet ist, dann wird natürlich bei jedem Rebalancing wahrscheinlich jede Aktie runter- oder hochgestuft werden müssen, weil sich in der Zwischenzeit die Preise geändert haben. Bei einer Marktkapitalisierung, also wenn die Gewichtung basiert auf der Größe der Unternehmen, gibt es weniger Rebalancing, weil die Aktien werden laufen gelassen mit dem Aktienpreis. Das heißt, da muss man vielleicht gar kein Rebalancing vornehmen. Da muss man nur neue Unternehmen hinzufügen oder wegnehmen. Dann sind die Kosten geringer. Also es hängt wirklich manchmal vom Ansatz ab eines jeden Anbieters. Also könnte man so zusammenfassend sagen, wäre das richtig, bei Trends, die wirklich noch sehr am Anfang sind, da habe ich dann eher mehr Portfolioumschlag und bei Industrien, die sich bereits entwickelt haben, wie zum Beispiel E-Gaming, da gibt es ja wirklich einen Haufen Unternehmen schon seit längerem auch, die mit E-Gaming unterwegs sind und vielleicht E-Sports dann künftig eben auch, da wäre ein eher konstanteres Portfolio zu beobachten. Also das könnte vielleicht auch eine Regel sein und eine Lehre, die wir hier alle mitnehmen, für andere Themen-ETFs, die natürlich auch noch angeboten werden von den drei Unternehmen hier. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wir nähern uns langsam dem Endspurt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wenn noch Fragen bestehen, klappern Sie die in den Chat rein. Fragen Sie uns. Aber eine Frage habe ich noch. Das Ganze hat ja auch seinen Preis. Also wir haben eben gehört, es ist wirklich recht aufwendig, offensichtlich die Unternehmen für die Themen-ETFs zu finden. Und mit welchen Kosten muss ich denn da rechnen? Also ich kriege ja so einen super billigen Aktien-ETF schon ab 5 Basispunkten, also 0,05% Management-Fee. Aber das sind natürlich Indizes, die relativ einfach auch zusammengesetzt sind, rein nach Marktkapitalisierung. Da gibt es keinen, der aufwendig erst in die Unternehmen reingucken muss und vielleicht nach Themen selektieren. Mit wie viel Kosten muss ich denn rechnen, zum Beispiel, wenn ich mich langfristig beteiligen will am E-Sports- und Gaming-Markt, Dominik? Unser ETF kostet 0,55%, 55 Basispunkte. Der eine Punkt, den Sie angesprochen hatten, bezüglich, sag ich mal, einfache Indexkonstruktion, ist natürlich auch ein Kostentreiber, sag ich mal, dass der Indexanbieter hier höhere Research-Aufwendungen hat und die entsprechend entlohnt werden. Der andere Punkt ist natürlich auch, dass wenn wir in so Themen-ETFs reinschauen, dass häufig auch in Märkten investiert wird, die nicht ganz so alltäglich zugänglich für den Anleger sind. Und da entstehen auch auf der ETF oder auf der Fondsseite den Anbietern Kosten. Wo kann das zum Beispiel passieren? Chinesische Werte oder an was denken Sie? Genau, asiatische Märkte sind hier, glaube ich, hervorzuheben. Das heißt, ich habe eine ähnliche Situation wie jetzt bei einem Emerging Market ETF, der ja auch nicht so billig ist wie so ein MSCI World ETF. Geht nicht, weil ich da in sehr entlegenen Ecken mich mit Aktien entsprechend eindecken muss. Und das erzeugt nun mal entsprechende Kosten. Also das müssen wir auch beachten bei den Themen-ETFs. Die sind natürlich global.
Ja? Also, und ich habe hier global möglicherweise sogar relativ kleine Unternehmen, die ich entsprechend tracke. Und das erzeugt natürlich auch Kosten in meinem Investmentansatz. Wo liege ich denn, was die Kosten angeht, bei euren beiden Produkten, Patrick? Können Sie uns das kurz sagen? Ja, klar. Bei digitales Lernen 0,45% pro Jahr. Auch bei Sustainable Food und Cyber Security 0,45%. Wir haben auch ein Medical Cannabis Produkt, Rice Medical Cannabis und Life Science etwas teurer, 0,65%. Vielen Dank für den Einblick. André, wie ist es bei euch? Wie sieht das Pricing da aus? Ja, ich glaube, da war schon es wurde ja schon die konkrete Frage gestellt, warum Han ETF so hohe Gebühren hat. Da hat sich ein Mitbewerber eingeschlichen. Ja. Da hat sich ein Mitbewerber eingeschlichen in die Zuhörerschaft und eine fiese Frage an Han ETF gestellt. Kein Problem. Bei uns ganz konkret jetzt bei dem Cannabis ETF liegt die Gebühr bei 0,8%. Jetzt möchte man meinen, 0,8% ist aber ziemlich hoch für eine ETF. Ja und nein. Ja, klar, absolut. Im ETF-Universum ist das sicherlich am oberen Ende. Aber man muss sich auch fragen, warum. Ich hatte das zu Beginn schon erwähnt. Das ist vielleicht eine der jüngsten, vielleicht das jüngste Thema, was Sie finden können am Markt. Sicherlich eines der innovativsten. Und ich will damit nicht uns loben, wie toll wir sind, sondern es ist einfach ein Marktzugangsthema auch, was schwer zugänglich war, weil viele Regularien im Weg waren. Ich hatte erwähnt, wir haben monatelang daran gearbeitet und gefeilscht mit der BaFin, mit der FCA, dem Regulator in den USA, in UK, mit der Aufsichtsbehörde der Börse in UK, mit Xetra, deutsche Börse. Das heißt, da ist viel Arbeit reingegangen. Wir haben einen Spezialisten dabei, einen Partner aus Kanada, ein aktiver Portfolio-Manager, der für uns diese Methodologie entworfen hat und beobachtet und seine Expertise mit einfließen lässt. Das heißt, der Anleger erhält auch was dafür. Das ist nicht nur so, dass wir jetzt hier das Geld dafür einkassieren, sondern wir hatten Kosten dafür, wir haben auch laufende Kosten dafür, um eben diese Experten aus dieser Gebühr auch zu bezahlen für ihre Arbeit. Und dafür erhält der Anleger hoffentlich ein zumindest Best-in-Class-Produkt in diesem Bereich, in diesem Cannabis-Sektor. Und das Ähnliche auch für die anderen Produkte von uns. Wir sind zwischen 0,4 und 0,86% in der Spitze. Wir haben ein Schwellenmarktprodukt mit Themenansatz, was bei 0,86% liegt. Das ist aber so, wir haben dasselbe Produkt, gibt es in den USA schon länger, mit 0,86%, steht dort bei 1 Milliarde Euro, Dollar. Wir haben im europäischen Usage-Produkt hier 120 Millionen Euro. Das heißt, trotz der hohen Kosten haben die Anleger gesagt, das Produkt scheint Sinn zu machen. Sie haben uns vertraut, haben investiert. Die Rendite hat sich bewährt und ich möchte nur abschließend auch anmerken, dass Themen-ETFs sind ja dafür gedacht, dass sie, wenn sie so wollen, Alpha generieren. Ich weiß, Alpha und ETFs mag zwar nicht Hand in Hand gehen, aber das ist der Sinn eines Themen-ETFs ist, dass sie langfristige strukturelle Veränderungen abgreifen, die eine Mehrrendite in ihrem Portfolio erzielen. Und wir sprechen nicht von 0,5% im Jahr oder 1%. Wir sprechen von 5 bis 10 bis 15% pro Jahr gegenüber breiten Indizes. Das hat sich dieses Jahr auch gezeigt. Die Tech-Werte haben 10, 15, 20% outperformed. Und dass sie dann dafür 0,2 oder 0,3, 4% mehr zahlen als bei anderen ETFs, ist, glaube ich, ein Preis, der es vielleicht wert ist, dafür für die Rendite, die man damit erzielen möchte. Ja, danke für den Einblick. Und dann ist es natürlich auch noch so, jedenfalls ist das bei ETFs meistens so, wenn die ETFs dann eben beliebt sind und auch in der Größe wachsen, dann sinken natürlich die Fixkosten für die ETF-Anbieter und Anleger freuen sich häufig auch, dann kommen neue Wettbewerber auf den Markt, die dann natürlich in den Chat auch mal solche Fragen stellen, die mit einem entsprechend günstigeren Produkt kommen können. Also der Wettbewerb belebt das Geschäft, das sehen wir bei ETFs immer mehr. Also sobald eine Nische da von jemandem erobert wurde, dann ist damit zu rechnen, dass in relativ absehbarer Zeit da auch der zweite entsprechende ETF auf den Markt kommt. Aber für die Anleger ist es natürlich schön, weil bei einem langfristigen Investmentansatz das ganz toll ist. Ich investiere heute und mein Produkt wird über die Zeit günstiger. Also das hat man eigentlich bei allen großen Themen-ETFs bisher auch beobachten können.
Und da hat keiner lange seine 0,95 für den Robotics-ETF aufrechterhalten können. Das ist dann auch rasch mal auf 0,75 entsprechend runtergegangen. Jetzt haben wir noch eine letzte Frage, die ich zulassen würde. Wir sind kurz vor Schluss. Sind in den ETFs nur Aktienwerte drin? Und ich denke, da können alle nicken. Ne? Das ist tatsächlich so. Es sind also reine Investmentansätze mit Aktien, nicht mit entsprechenden Anleihen oder sonstigen verbundenen Instrumenten. Und die ETFs bilden auch tatsächlich alle physisch ihre jeweiligen Indizes ab. Ja, damit möchte ich es belassen für die Runde. Ich hoffe, wir haben viele Fragen von Ihnen beantwortet. Sehr wertvolle Informationen zu spannenden Produkten von Dominik, von Patrick und von André, von Van Eck, Rise ETF und Hahn ETF. Also herzlichen Dank für die Einblicke. Ich selber, Ihr Moderator Jan Altmann vom Verbraucherportal Just ETF, habe das gerne gemacht. Hier für die ETF-Woche der Deutschen Börse. Heute unsere letzte Session wird dann sicherlich auch als Aufzeichnung entsprechend verfügbar sein. Schauen Sie mal auf YouTube. In Kürze wird das sicherlich da entsprechend auch nachvollziehbar sein für alle. Ja, also ich bedanke mich, wünsche schon mal etwas verfrüht ein schönes Wochenende. Vielleicht finden Sie da auch ein bisschen Zeit, mal nach spannenden Themen entsprechend zu stöbern, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und vielen Dank für die tollen Fragen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Danke, tschüss.